Hallo Leute und herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und heute sitzen wir im Auto, weil nächster Teil von Liquid Nature on Tour. Und wir sind jetzt schon eine gute Stunde unterwegs, ich glaube so circa eineinhalb. Und in zwei Minuten, laut dem Navigationssystem, sind wir da. Und dann muss ich euch ein ganz besonderes Aquarium und einen ganz besonderen Aquarianer auch vorstellen. Heute fahren wir nämlich zu Mario und jetzt suchen wir noch einen Parkplatz und dann gehen wir mal rein. Das Wetter ist gut, wir sind jetzt angekommen. Auto ist schon geparkt, Technik-Setup heute alles neu. Das erste Mal mit Stabilisation gefilmt, da hoffe ich auf ein bisschen Feedback. Das heißt, der Pachi hat heute extra ruhige Arme, weil er ein Gimbal verwendet. Wir sind jetzt also schon da. Wir läuten jetzt mal an und schauen, ob er eh auch zu Hause ist. Der Gute. Na, servus. Ja, hallo. Hallo, Steffen. Servus. Servus, Pachi. Kommt rein. Danke. Also danke erstmal für die Einladung. Ja, gerne. Das ist der Mario. Der ist Kunde bei uns seit erster Stunde eigentlich. Also Urstunde bewusst. Stimmt. Du warst auch bei der großen Eröffnung mit der Tobi und Sascha und Joris. Okay. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, das ist schon so lange her. Da gibt es Fotos, Gott sei Dank. Ja, da schaue ich aus wie andere Mädels. Ja. Bin gealtert in letzter Zeit. Furchtbar. Okay. Auf jeden Fall, du hast uns ja heute eingeladen. Danke erstmal dafür. Ja. Und ich dachte mir, weil ich schon den Pachi mit habe. Und der ja auch mit mir groß geworden ist, mehr oder weniger. Also wir kennen sie ja seit der ersten Stunde. Ja. Also seit, da muss man vielleicht auch aufklären, wie lange das jetzt schon ist, weil... Drei, oder? Dreieinhalb sogar schon. Ja. Ist jetzt schon eine Zeitl vergangen, ne? Mhm. Und ich dachte mir, weil ich den Pachi schon mit habe und deine Aquarien wirklich sehenswert sind, machen wir daraus sofort ein Video, weil das muss man einfach herzeigen. Kannst du uns ein bisschen rumführen? Mhm, gerne. Es ist heute mal was anderes. Es ist nicht Standard. Nein, das kann man so sagen. Bitte. Fangen wir an. Ich glaube, wir fangen mit den Kleinigkeiten an. Mhm. Das ist aber extra neu, oder? Ja. Das ist frisch. Das ist ganz frisch. Und extra noch gestern Wasser gewechselt. Boah, dass das auch wirklich sauber ausschaut. Das ist aber kristallklar. Das ist mein erstes Meerwasser-Aquarium. Wahnsinn. Sogar mit Delfin, ne? Mhm. Oder ist das ein Hai? Nein, ist das ein... Ich habe keine Ahnung. Ich habe es einfach so übernommen. Und das ist techniklos, oder? Ja. Das ist krass. Also. Ja, Lift kann man montieren, wenn man will. Wenn man ganz geil ist. Okay, also das vom Sohnemann, oder? Das mhm, genau. Der wollte auch Aquarium und das hat sich halt irgendwie angeboten, dass er... Ja. Meine Kinder haben dann meistens die Ausdauer nicht. Dass ich weiß schon, wer sowas zu Weihnachten bekommen könnte. Mhm. Okay, dann da steht was in der Ecke. Kannst du uns was über das erzählen? Das ist eigentlich eine Idee für dir, sag ich jetzt einmal. Das so. Bio-Bottle. Okay. Ist ja eigentlich, glaube ich, voriges Jahr rausgekommen. Voll. Und du hast mir, beziehungsweise uns, das zur Verfügung gestellt. Sowas zum Einrichten, probieren, wie das funktioniert. Und ich muss auch das sagen. Das waren die allerersten, die geliefert worden sind. Mhm. Stimmt. Ich muss sagen, ich war eigentlich schon kurz davor, dass ich mit den Emersen oder Barbecues oder Dingsens aufgebe, weil ich immer irgendwelche Viecher drin gehabt, das hat nie funktioniert, das ist ausgetrocknet. Und das ist eigentlich das Erste, was wirklich, sage ich mal, funktioniert. Wie kann man es regulieren eben oben mit offen und zu? Ja, mit dem Deckel ist schon praktisch. Ja, und da kann man auch leichter Pflanzen mal neu angewohnen. Für das. Ja, das also ich muss echt sagen, bin positiv begeistert. Sehr gut. Und passt auch Preis-Leistung. Ja, das stimmt. Und wenn ich es mir neu machen will, sage ich mal, das ein paar Stunden Arbeit und ja, gut. Das ist ja schnell erledigt. Ja. Okay. Dann erstes Aquarium oder ist es ein Nano-Aquarium? Ja, ist auf jeden Fall noch ein kleiner Tipp. Ja. Schaut auch auf jeden Fall sehr maßangefertigt aus. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist das erste Eck-Aquarium, das mir so richtig gut gefällt. Danke. Insgesamt muss ich ja sagen, bin ich kein Fan von diesen Sonderformen. Also es gibt ja so Delta-Aquarien, die da so fünfeckig sind oder mit gebogener Front oder Runde oder so. Aber ich finde meistens so ein ganz normales, rechteckiges Aquarium am schönsten. Aber bei dem Aquarium ist ja echt das Besondere die Position im Raum. Also das ist ja genau an diese Ecke hier zwischen den Fenstern angepasst.
Also ich sehe das vielleicht gerade nicht, weil die Außenrollos zu sind, aber da ist ein Riesenfensterfront und da ist ein Riesenfensterfront. Und wo kommt bei dir die Sonne ran? So, also in der Früh so, das ist Süden. Okay, also wenn du die offen hast, dann ist das Aquarium mit Sonnenlicht voll beleuchtet, ne? Eigentlich geht es sich nie aus, weil die Sonne kommt so einer und so einer, aber nie in das Eck. Praktisch. Ja, irgendwie schon. Ja, es war halt so irgendwie notgezwungen. Zuerst ist da ein riesen Blumenstock gestanden, das war irgendwie fad. Und dann hat man gedacht, eigentlich... Ja, Aquarium ist auch viel besser als ein eigentlich. Blumenstock. Und ich bin halt so Fan, dass man das irgendwie in die Einrichtung integriert, das Ganze immer. Voll. Ja, auch mit dem Holz, dann ist ja das gleiche wie der Tisch. Immer, ja. Küche ist auch gleich. Ja, und das weiß ich nicht. Das muss ich aber auch sagen, ist wahrscheinlich nur ein bisschen so vor der Zeit, weil jetzt, wo ich euch kennengelernt habe, muss ich sagen, finde ich das Mainstream, ADA 120, 60, 45, sowas finde ich jetzt eigentlich auch cool. Das habe ich ja vorher gar nicht gekannt, ehrlich gesagt. Kriegen wir schon noch hin. Ja. Irgendwo können wir das dann noch hin integrieren. Ja. Da hinter der Kamera ist jetzt noch so eine Sitzgelegenheit. Ja. Ich glaube, die kann man einfach gegen Aquarium. Ja, die schmeißen wir aus. Ah, herrlich. Okay, und da ist jetzt blaue Neons, Feuersalmblau. Das noch nicht geworden ist. Ja. Und die Platte ist natürlich nicht vergessen. Genau. Ah, und Panzerhäuser sind auch drin. Ja, die wollte ich zwar zuerst eigentlich nicht da reingeben, aber ich glaube, einer geht es ganz gut. Ja, die schauen happy aus. Die Herbrosus sind das. Genau. Das ist übrigens der größte Zwergpanzerwelt. Magst du uns vielleicht erzählen über die Technik von dem Aquarium? Ja. Also Beleuchtung sieht man ja, ne? Das ist Chihiros WRGB. Eins, ja. Erste Generation noch, okay. War ein wenig schwierig, weil die eigentlich gar nicht so richtig aufs Aquarium passt, was eigentlich ein wenig vorsteht. Mhm. Aber vom Licht her bin ich da mega happy. Ja, und es fällt nicht auf. Nein, es passt eigentlich. Also, das war ein wenig tricky, sage ich mal. Da hinten haben wir, das ist eigentlich nur ein Zwick, mehr oder weniger. Das passt genau. Okay. Hat mir der Schwiegervater gemacht, der ist Tischler. Und da war eigentlich die Herausforderung, wie bringt man in so einen Miniaturraum einen Außenfilter und eine CO2-Anlage. Ja, aber das tut gelöst. Ja, das passt genau, sage ich mal. Ja. Wir haben sogar... Da lohnt sich, dass der EM-Filter oben gerade ist. Ne? Wir haben sogar das da ausfräsen müssen, dass man den Filter reinbringt. Das ist ja genau nicht ausgegangen. Ja. Das hat man nur mit Maß angefertigten Aquarien, solche ganz speziellen Problemchen. Aber sehr, sehr lässig. Ja, und die Idee war halt immer irgendwie so eine Art Bonsai bauen, da draus bauen. Recht viel, das ist jetzt die zweite Generation, es hat ja schon mal was gegeben. Wenn die Leute vielleicht teilweise kennen. Voll, also wir müssen auch unbedingt deinen Instagram-Kanal verlinken. Ja. Da gibt es regelmäßig Updates zu all deinen Projekten. Da steht ja auch was draußen auf der Terrasse, das müssen wir uns dann auch noch anschauen. Alle Projekte, eigentlich bis auf die Bio-Bottle, ist alles 100% mehr oder weniger custom-made. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich mag das ja ganz gern, wenn die Sachen so Standard sind, weil es immer unkompliziert ist. Aber da passt es halt einfach mega gut. Das ist schon sehr lässig. Ich muss sagen, ich habe das auch lieben gelernt. Was mir eigentlich sehr reizt, ist so halt das 60p, weil ich das so cool finde. Du kannst da, sagen wir mal, nehmen einen Gardenstand, ich nehme ein 60p, ich nehme eine Lampen, dann kann ich mir später mal eine Mistwall kaufen und mache wieder ganz was anderes. Klar. Und das ist halt das, oder ein Lightground und so, und da kriege ich halt alles, was ich will. Ja, muss sagen, für sowas habe ich nichts. Da gibt es genau passendes auf Lager, ja. War aber auch möglich, wahrscheinlich selber, dass man sehr aus Plexiglas was baut, dass man da sagt, man macht rechts und links eine Wall. Eine Eckmistwall, das wäre schon krass. Aber das muss man halt wieder selbst Hand anlegen. Du bist eh geschickt. Ja, es war ja auch da, weil wir gerade sagen. Der Aquariumbauer hat mir das Aquarium auch nicht fertig gebaut. Der hat gesagt, er kann die Frontscheibe nicht kleben, weil er es ja nicht abziehen kann. Und das dann selber pickt? Ja, das habe ich dann selber pickt. Ja, schick. Ich habe es halt zweimal pickt, weil einmal ist nichts geworden. Ich habe es nochmal runtergeschnitten. War es undicht oder wie? Nein, es war ja nicht schön. Ich habe es zuerst innen pickt und dann war es halt schief. Und dann habe ich mir gedacht, das putze ich nochmal und pick es einfach in der Sicken hinten ganz fein. Das hast du heute eh schon gesehen, dass da nicht viel Silikon ist, aber es funktioniert. Also, ich will es jetzt nicht verschreien, aber offensichtlich hält es ja. Ne? Ja. Und es schaut gut aus. Okay, kleines Aquarium haben wir jetzt auch schon begutachtet. Ich würde sagen, da drüben ist eine ganze Wand aus Aquarium. Die sollte man nicht zu kurz kommen lassen. Okay, und ich glaube, über dieses Aquarium will vielleicht der ein oder andere auch ein bisschen was erfahren, weil, ich meine, schaut sich das mal an. Wo gibt es denn sowas? Das ist Wahnsinn. Wie groß ist das? Fangen wir mal mit der Frage an, die sich alle stellen. Ja, es ist 3 Meter lang. Okay.
60 hoch und 50 tief. Das hat sich dann ein bisschen so ergeben. Höhe habe ich nicht so gewusst, was ich nehmen soll. War halt jetzt im Nachhinein vielleicht 10 cm mehr egal gewesen. Okay. Die Tiefe hat sich genau ergeben, weil eigentlich habe ich es bauen müssen, gewusst, dass ich die Couch kriege und es ist jetzt ziemlich genau da. Okay, ja. Ende. Also das ist auch maßgefertigt alles, ja. An das Haus. Weil den Unterschrank habe ich dann auch selber gebaut und fließend. Den hast du komplett selbst ja, gebaut? Komplett, von New York. Aber ist auch, ist komplett aus Holz? Das sind 10-10er Kante. Da habe ich so ein Grundgerüst gebaut. Kann ich da mal ja, sicher. Mach auf. Alles. Naja, schaut sehr aus. Und das ist einfach mehr oder weniger so ein Gerüst. Und den habe ich halt außen verkleidet. Das schaut stabil aus. Stabil ist sicher. Also es sind unten welche, dann gehen welche nach oben. Das ist halt alles verbunden. Ja, da muss dann auch unbedingt reinschauen. Eigentlich kann man sich das vorstellen wie ein Rohrrahmen. Okay. Und nachher habe ich halt außen dann einfach so, ja, so Küchenplatten draufgeschraubt. Mhm. Oder biegt, je nachdem wie es halt gerade gegangen ist. Und die Fliesen sind die gleichen wie hinten, oder? Genau, da habe ich die Wand gemacht da, und dann haben wir den. Krass, hier fügt halt sich alles zusammen. Optisch, wie wenn der Kosten aus der Wand so ja. So kommt. Nein, ist da echt gut gelungen. Ist also auch die Lampenverblendung, genau. Ist, das passt einfach super zusammen, oder? Ja, das ist dann auch wieder so, da war dann eben die Chihiros A+, ja. Habe ich bei euch gekauft. Vorher ist am Aquarium gelegen, da war noch Deckel und was drauf. Ja. Das, da haben wir dann halt einmal irgendwann einmal so eine Idee gehabt, das könnte man besser machen. Cool. Und dann unbedingt baue ich mal Lampenhalterung, weil wenn ich da sitze beim Fernseher, dann brauche ich mir das halt, ne? Einfach so. Darf es nicht blenden, sage ich mal. Das Gute war dann auch noch, ich habe da oben so angehängte Decken und da ist Strom. Mhm. Jetzt bin ich eigentlich nur mit den Kabeln da auf und weg. Ach so, stimmt, das ist noch gar nicht. So, aber die ganzen Netzteile sind da oben und da ist der Stecker. Weil da war vorher so indirekte Beleuchtung, mhm. Hat mir aber dann nicht mehr so gefallen. Kommt man trotzdem noch machen. Okay. Aber ich finde jetzt, dass das wirkt ein bisschen so. Okay. Und da wird dann auch wieder, weil man sagt fortlaufen, da habe ich dann auch wieder die Bodenfliesen genommen im Kosten. Dass das halt so. Die sind auch verlegt. Ja, so. Nein, die liegen nur drauf, auf dem Holz, aber ich habe es halt so ausgeschnitten, dass es genau passt. Und dann die Regale auch mit den Fliesen. Ja, stimmt, ja. Ja, passt alles zusammen. Sehr, da sehr nice. Ein bisschen Flagge zeigen, Liquid Nature. Herrlich, herrlich. Okay, also mit, was haben wir jetzt gesagt? 3 Meter, 60 hoch, 50 tief, das sind 900 Liter. 900, ja. Genau. Sagen wir mal mit den Filtern, sagen wir 1000. Ich sage auch immer besser, oder? 1000, weil 1000. Ist halt einfach 1000. Viel cooler. Okay, Besatz, viel. Ja. Erzähl ja. Mal, was schwimmen wir da zurzeit für Fische? Da haben wir schätzungsweise 70, 80 schwarze Neon. Okay. Ich sage es jetzt auf Deutsch, weil ich weiß nicht, alle Lateiner. Herbert Axel Rodi, ich sage es einfach, da kennt sich jeder aus, ja, glaube ja. Ich. Schwarzer dann Neon ist bekannt, oder? Genau. Dann haben wir Kalfleck-Bärbling. Okay. Dann haben wir schwarze Phantomsalmer. Dann haben wir ein Highlight, was mir recht gut gefällt, was man eigentlich nicht oft sieht, das ist der Kirschflecksalmer. Die sind auch schon richtig groß. Ja, die sind wirklich beeindruckend groß. Aber die sind halt so, jetzt habe ich gerade ein wenig einen Rückschnitt gemacht und da sind die dann immer eher so, dass sie sich wo verstecken. Wenn da alles zu ist, dann kommen, stehen die da so in der Mitte nicht mehr. Okay. Dann haben wir die Kaisertetra, Kaisersalmer, mhm. Einfach auch Liquid Nature. Ist der Fisch, weiß nicht, den verbinde ich irgendwie mit euch. Kaisersalmer? Ja, ich weiß nicht warum. Oder generell mit dir, weil den hat es früher schon gegeben, weil ich mache das auch schon lang. Mhm. Und irgendwie ist er ein wenig so aus der Mode gekommen und mit euch ist er jetzt wieder so im Kurs. Der schaut halt immer nur gut aus, wenn er ausgewachsen ist. Mhm. Das ist halt oft das Problem in den Läden, wenn man den frisch reinkriegt, wenn man den bestellt aus Laden, kommt er immer klein. Und da schaut er halt nicht so besonders aus, dann hat er noch keine verlängerten Flossen und keine echte Farbe, hat nur so schwarzes Band. Aber wenn man den auswachsen lässt, mhm. Oder wenn er generell ein bisschen wachsen darf, mhm. Dann ist halt super beeindruckend mit den gelben Flossen. Ist zwar da jetzt mit meiner Beleuchtung nicht so, dass er so aussticht, aber er sticht trotzdem aus. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir noch? Da haben wir noch die Brillantsalmen sind da noch dazugekommen, jetzt 12 Stück. Die okay. Müssen halt noch wachsen, weil die ja, sind noch richtige gern. Babys. Ja. Dann haben wir 30 Otos, schätze ich jetzt einmal, oder 40. Wirklich? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Nein, die sieht man nur, wenn man Fütter hat und füttert, dann kommen sie alle. Okay. Da haben sie. Ah ja, stimmt, da drüben sind sie.
Aber das ist witzig bei dir. Also wenn du irgendwas einhast oder nur fütterst, dann kommen da die ganze Länge vierer. Und auf einmal wirklich viel da. Cool. Und last but not least habe ich endlich wieder Altumskalare gekriegt. 6 Stück. Auch sehr auch schöne Tiere. Die noch sehr klein sind, aber es fügt sich, sage ich mal. Ja. Würde auch passen, wenn es so bleibt von der Größe, aber ich glaube, es wird noch ein paar Tage gut ausschauen. Ja. Ich habe mir eh vorher schon gequatscht. Der Mario hat eine gute Connection zu einem alten Züchter. Mhm. Und immer wenn die Tiere ausgewachsen sind, dann, oder gewachsen sind zumindest, ausgewachsen weiß ich nicht, dann wirken sie oft ein bisschen brachial in den Aquarien mit 60 cm Höhe. Ja. Und dann hat er so ein System, dass er die großen Tiere im Endeffekt wieder tauschen darf gegen vielleicht, junge Tiere. Vielleicht kann ich euch da mal ein Foto sagen zum Einblenden, wie das heute mal mit den großen ausgeschaut hat. Ja. Weil das wirkt halt so harmonisch und nachher. Ja, die werden halt wirklich. Glaubt man halt, das ist ein 1,20 Meter Aquarium oder so, optisch am Foto. Ja, aber wir haben ja schon gesagt, sobald du mal im Lotto gewinnst, holen wir ein höheres Aquarium. Genau. Müsst ihr ihm den Daumen drücken, bitte. Ja, dann tauschen wir das rundherum auch nochmal alles aus. Mir reicht schon, wenn du ein Aquarium tauscht. Okay. Bei den Pflanzen, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht alle durchgehen, weil das ist ja endlos. Eigentlich ist Oldschool Standardpartie, sag ich aber. Ja, so ein paar, naja, Oldschool, wo so Pflanzen. Nein, das ist halt so mit Eintopfen. Aber ich muss sagen, so, das erwähne ich gern. Der Bulbitis, ja? Der ist schon über 10 Jahre in meinem Besitz. Der ist schon gereift. Ja, aber cool. Ich finde das halt cool, wenn man Pflanzen so lange hat. Das stimmt, ja. Und der ist halt immer wieder. Wie er da rauswächst, das ist schon ja. Sehr beeindruckend. Da habe ich jetzt erst ein bisschen Angst gehabt, dass das nichts wird, aber. Ja, der ist makellos, oder? Ja, komplett. Besprühst du das? Nein, das darf man nicht, weil dann ist er hin. Dann vertrocknet er, gell? Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich besprühe gar nichts mehr. Also genau, wenn man die Pflanzen einfach wachsen lässt, dann passen sich die viel besser an die Luftfeuchtigkeit im Raum. Und wenn man die dann anfängt zu besprühen, dann trocknen die irgendwie binnen wenigen Tagen direkt nach dem Besprühen einfach ab und dann haben sie so verkuppelt. So einen kleinen Eigentipp oder Eigending entwickelt. Bei mir wächst draußen viel Lavendel. Okay. Und öfter zur Prävention nehme ich einfach so ein Stückchen und tue es dazwischen wo rein. Ich kann vorher die Viecher oder die Blattläuse und Co. milden, die können das gar nicht an. Dann hat man ein wenig Vorbeugung und man braucht aber auch nichts besprühen. Weißt du immer? Ja, ja. Weil das schon so riecht. Ja, das kann schon sein. Das Lavendel. Ja, in der Biobottle habe ich auch ein Stückchen was rein da. Das sind diese kleinen Triebchen da hinten, ja, genau. Die haben wir schon vorher gefragt, was das ist. Okay. Das ist ein wenig Prävention, kommt mir vor. Das muss ich testen. Also ich will das jetzt noch nicht bestätigen, aber ich könnte es mir vorstellen, weil Lavendel ja auch im Garten so saugende Parasiten, so wie Blattläuse, und nie hat. Da habe ich es ja eigentlich ein bisschen schon angefangen im Garten. Dass aber die das sterben dann ab da drin, oder? Ja, das ist nur wegen einem Geruch, ein Eichtel. Aber mit die schimmeln dann nicht oder so, die drüber? Ja, da legt man halt irgendwas, bei mir geht es ja mit der Glasleiste. Also die legt einfach drauf? Legst hin, ja, das riecht eh ewig. Okay. Also das ist für mich so gerne. Das werde ich im Laden ausprobieren, weil wir haben zurzeit wieder in ein paar Wabikusa. Alle Wabikusa, die keinen Deckel haben, haben zurzeit leider wieder Blattläuse. Und das ist echt nervig. Das ist jedes Jahr im Sommer das Gleiche. Und mit dem Besprühen ist es ja nichts. Ja, dann wird der Wabikusa hin. Ist mir so oft. Ich mache es eher so zurzeit. Es geht halt im Laden, weil ich dort genug Aquarien rumstehen habe mit Fischen drin. Wenn ich eine kleine Wabikusa-Schale habe, die gerade befallen ist, stelle ich die einfach rein in ein Aquarium. Die Fische kommen und fressen die Blattläuse ab. Und dann nach so 15 Minuten nehme ich das einfach wieder raus. Und dann geht es eigentlich ganz gut. Aber es ist natürlich nervig, die Wabikusa ständig zu baden. Mir ist halt vorkommen, dass die Eier bleiben. Ja, ja. Also und dann hast du es in 14 Tagen wieder. Ja, das Problem. Das stimmt schon. Das ist es. Aber ich habe da bis jetzt zumindest keine Alternative. Vielleicht ist der Lavendel echt der heiße Tipp. Ich probiere das aus. Mhm. Okay. Wenn der Schrank jetzt schon offen steht, ja. Ich meine, wir wollen das jetzt nicht zu sehr thematisieren, aber es sind 2 große Außenfilter drinnen, habe ich gesehen. Mhm. Aber immer Aquarium hast du auch Technik, ne? Ja, es ist immer. Eine Strömungspumpe. Ich weiß nicht, soll ich mir Marken sagen? Oder ja, also ich bin halt ein extremer Eheim-Fan. Weil ich ja schon lange Aquaristik betreibe und die waren halt früher mal sehr stark im Hobby. Sicher, ja. Und für mich war es immer klar, Eheim und da kriege ich auch jede Schraufen. Und das ist wirklich stark bei Eheim. Das finde ich halt so cool. Das war es halt viel bekrittelt wird, dass die Durchflussmenge halt nicht so ist wie angegeben. Das Problem haben alle Hersteller. Aber das also ist das, was halt draufsteht am Karton, das kann man als Orientierung heranziehen. So ganz der Realität entspricht das, glaube ich, nicht. Mhm. Ja, und so habe ich mich halt dann für entschieden. Es hat es den Thermo noch gar nicht gegeben von dem 1200 XL. Da habe ich den normalen genommen.
Okay, also du hast zweimal den, also nicht nein, zweimal es ist gleich, einmal ja. ein großer und einmal ein kleiner. Das war eigentlich nur, weil viel überblieben ist noch von früher. Okay. Also ich habe dann einfach einen neuen, also einen Kopf revidiert. Mit dem Filter ist das ja unmöglich. Nein, es sind zwei Außenfilter, dann ist ein großer EHM-Innenfilter. Mhm. Wo ist der? Der ist da hinten. Da sieht man eigentlich auch nur die Strömung. Da habe ich dann so ein längeres Rohr aufgemacht, dass okay, der wirklich das in der Ecke steht. Und ich habe es halt so gemacht, ich habe da Rückwände reingepickt, die Juwel. Die, was so als Styropor sind. Und dann habe ich alle Einläufe, weil das hat es ja damals auch noch nicht so gegeben, Ansaugungen und Einläufe schwarz lackiert, dass man das einfach alles nicht sieht. Okay. Also das ist mein Ja, aber das ist echt krass bei dem Aquarium, dass da relativ viel Technik im Aquarium selber drinnen ist und von der sieht man nichts. Ja, das also ist so, mein wenn man es weiß, wo es ist, dann kann man es mit dem richtigen Winkel sehen. Mhm. Aber von vorne ist ja wirklich Wahnsinn, dass da die Strömung aus dem Nichts kommt, überall. Das ist schon sehr, sehr gut. Das ist das, wirklich was mir so gefällt. Also wenn man es wirklich, ich habe das immer so gekostet, die grünen Eheim-Schläuche, ja, wo ja, dann ja. Eheim in Weiß draufsteht und so. Ah, das habe ich gekostet. Und ich habe das dann alles eben lackiert, dass man das nicht sieht. Mhm. Ich war da zum Beispiel auf der Glasleiste und ans Kämmer angehängt mit so einem Kupferdraht in Schwarz. Okay. Das ist eigentlich nur ein Kabel, was der von den Leitungen, was man zieht, für die Lichter. Ah, okay, mit dem Draht? Ja, das hänge ich dann einfach ein. Ja, und, nein. Weil du, es ist ja auch nicht leicht, dass das wirklich schön durchströmt wird. Und wenn ich ins Kämmer am Rand habe, ist so viel Strömung, dass der sowieso nichts sagt. Ja. Und das ist alles so ein bisschen tricky, da muss man dann drauf kommen, wie und was. Ja, solche Probleme hat man nur mit XXL-Aquarium. Ja. Und so, nach und nach hat sich das entwickelt, weil jetzt ist es ja trotzdem schon 4-5 Jahre alt. Fünf Jahre läuft das jetzt mit dem Setup? Ja. Super. Wir haben zwar am Anfang mal einen Manado-Kies drin gehabt und nachher auf Soil, aber das war relativ im ersten Jahr gleich. Okay. Was ich echt cool finde selber, was eigentlich unabsichtlich passiert ist, ist, dass überall das Moos wächst, hinten auf die ja, Rücke. Das ist krass. Also und da habe ich aber nichts angebracht, das so muss schön ich echt flächig. Dazu sagen. Das ist alles von selben gekommen. Nur weißt durch, du, was das für Moos ist? Ich glaube, dass das schon durchgemischt ist. Für mich schaut es eigentlich aus wie Java-Moos. Ja. Aber ich habe eigentlich da drin nur Christmas-Moos gehabt bis jetzt. Also ist ja. eigen. Also Christmas-Moos ist es nicht, denke ich. Nein, ich glaube aber auch so nicht. Richtig wissen tust du da auch. Aber nicht. Ich finde, das schaut aus wie Java-Moos gemischt mit Spiky. Ja, die Taxophyllium-Sorten, ja. so wie Java-Moos, die ja. wurzeln sich hier auch fest. Und auf diesen Strukturrückwänden halten die nach einer Zeit ja wirklich gut, ne? Ja, aber es ist halt eben nochmal ganz was anderes, wenn man es nicht selber dorthin ja. tut. Ja, ist einfach passiert. Ja, weil dann wächst es ja wirklich fest. Ja. Da kannst du so reiben. Das bleibt. Das probieren wir jetzt nicht aus. Nein. Aber ich sag mir, es ist wirklich cool so. Ja. Aber das ist auch ein schönes Beispiel eigentlich dafür, dass ein Soil-Aquarium mit einer relativ stolzen Standzeit mittlerweile noch 1A vital rumstehen kann. Ne? Weil da gibt es ja immer wieder der Reederei, Soil hält nicht lang und muss man nach einem Jahr oder sowas tauschen. Das ist natürlich alles Blödsinn. Und das ist wieder ein guter Beweis dafür, dass auch ein 5 Jahre altes Aquarium mit Soil als Bodengrund noch vital funktioniert. Ja? Und da kann man ja wirklich, also da gibt es keine Algen in dem Ding. Ja, da gibt es auch keine Mangelerscheinungen. Da schon alle, eigentlich schaut alles genauso aus, wie es gehört. Kann man nichts kritisieren, ne? Das ist schon sehr beeindruckend. Danke. Hast du denn, also verwendest du so Düngetabletten oder sowas? Ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt ehrlich sein soll oder darf, aber das mit Soil stimmt zu einem gewissen Teil, was du sagst. Es funktioniert, aber du hast halt nachher dasselbe, wenn es dann schon hat, also einen Kies drin hast. Es tut nichts mehr. Natürlich, ja, ja. Du musst halt dann schauen. Also da hast du halt keinen Ratgeber, da musst du selber drauf kommen, weil die meisten Aquascaper machen das ein Jahr oder zwei und dann ist es radiert. Genau. Da musst du selber wirklich was entwickeln für die, dass es passt. Du musst mehr düngen, du musst da öfter nachstecken mit so Düngekapseln, das ist ganz wichtig. Ja, also da Säulen kann ja nicht zaubern, ne? Nein, da sind die Nährstoffe alle rausgezogen. Das Einzige, was dann bleibt, das wirklich hilfreiche Eigenschaft ist, wenn du viel Flüssigdünger reingibst, dass ein Teil davon in den Säul übergeht und er das wieder langsam ja, an genau. die Pflanzen abgeben aktiv kann. Aktiv ist er trotzdem, ja. Genau, aber auf die Wasserwerte und auch auf die Nährstoffe wirkt sich Säul nach 5 Jahren nur noch ganz, ganz minimal aus. Kann und ja auch gar nicht anders sein. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde ihn trotzdem immer wieder noch schöner wie ein Kies, sage ich mal, Säul. Weil es ist einfach schön schwarz, du hast irgendwie eine lockere Erden. Das ist ganz so ein feine Wurzeln können da noch rein. Im Kies-Aquarium hatte ich immer das Problem bei Bodendeckern, bei allen Pflanzen, die so ganz feine Wurzeln machen, dass die es gar nicht mehr schaffen,
ihre Wurzeln in den schweren Bodengrund reinzudrücken. Also wir haben das jetzt relativ spontan unterbrochen, weil das Essen fertig war und Leute, da muss man Prioritäten setzen. Stimmt, genau. Jetzt haben wir alle ein Kilo schwerer, hat sich aber gelohnt, weil es fängt jetzt gerade an zu gewittern. Das ist auch der Grund, warum wir euch den Teich jetzt nicht mehr so richtig zeigen können. Wir haben natürlich ein bisschen was aufgenommen, das werden wir auch einblenden. Aber so ganz viel dazu quatschen können wir jetzt nicht mehr. Aber ich kann schon so viel sagen, ich finde das Projekt ist mega cool geworden. Und dafür, dass es komplett selber gemacht ist, schaut es halt, also ja, nicht gerade dafür, aber es schaut einfach mega cool aus und es ist selber gemacht, so kann man sagen. Danke, ja. Weil das Ausgangsmaterial sind so Mauerwandeln, oder? Ja, stimmt. Also so, wie gesagt, Betonkübel. Betonkübel. Lässig. Vielleicht musst du mal zu mir kommen und wir basteln. Weil so, Betonkübeln hätte ich daheim. So ein Projekt ist auf jeden Fall, ich sage mal, so eine gute Idee. Weil, wenn man mal schaut, welche Pflanzen und was man nimmt, dann ist das auch Selbstläufer. Und ich weiß aber nicht, im Winter lass es auch einfach draußen stehen. Bleibt genauso, wie es ist. Das ist halt mega und auch, ich würde sagen, die Metakas, die konnten bei uns überleben, weil die schaffen es auch über den Winter. Ja, da muss ich sagen, kenne ich mich ziemlich aus. Aber und ich wollte da sagen, einen Selbstläufer gestalten. Und die Pumpe, die läuft auch einfach über den Winter und das friert damit auch nicht also durch? Also der Fluss, das System ist Odrad, aber jeder Kübel im Einzelnen hat dann einfach einen kleinen Innenfütter noch drin. Also eigentlich hat nur der große und da haben dann über den Winter alle Fisch gewesen und da ist ein Innenfütter gereint und das war überhaupt kein Stress. Cool. Und es ist auch nie zugefreut durch das, dass sie das immer bewegt hat. Ja gut, das steht ja auch bei dir so in der Häuserecke. Ja, es ist ein guter Standort. Und das ist halt ein guter Standort. Ist auch von der Sonne her super, weil es hat einen halben Tag Sonne und dann nicht mehr. Wie ist es eigentlich jetzt, wenn es regnet? Geht das dann über schon, oder? Oder regnet es dann nicht her? Das ist generell egal, wenn das übergeht ein bisschen. Okay. Also Fische bleiben trotzdem drin. Ja, das ist ja das Wichtigste. Eine coole Sache. Mhm. Ja, es ist auch so, es ist wirklich so, wie man auf einmal nicht wusste. Es geht natürlich nur der unterste. Der letzte ist der Wasserstandregler. Natürlich. So mehr oder weniger. Ja. Und darum habe ich da eigentlich relativ wenig bis nichts drin, weil wenn es da Pflanzen einsetzt, das vertrocknet da ständig. Und auch keine Lebewesen. Weil das Niveau schwankt, ja natürlich. Das Einzige, was bei Wurst ist, ist Schnecken, weil es ist am Schluss immer noch so viel, dass die im Wasser sind, sage ich mal. Ja. Ja, diese Postelschnecken, die du hast, die sind ja riesig. Ja, die werden da drinnen mega. Das bringst du in kein Aquarium, sondern Wasser. Das ist das gewisse Extra einfach vorhanden. Ja, die Natur, weiß nicht. Ich finde es generell witzig, was auch alles möglich ist, was auch wieder im nächsten Jahr kommt. Mhm. So auch wie so Aquarienpflanzen, dass das... Ja, da gibt es ein paar winterharte Sorten. Ich habe auch schon mal durch Zufall rausgefunden, weil ich einen Babicusa im Garten gelagert habe und das stand dann einfach über den Winter auch draußen, dass ein paar Aquarienpflanzen anscheinend einfach winterhart sind. Und in dem Teich sind ja auch zum Teil Teichpflanzen drinnen, aber ein guter Teil ist auch Aquarienpflanzen. Ja. Ne? Also das eine, was sagen die Hydrokotyle, die nehme ich halt einfach jedes Jahr wieder neu, weil die hat es nicht. Ja gut, davon hast du da immer genug. Genau. Ne? Und das funktioniert nicht. Was ich extrem witzig finde, ist die Sagittaria subulata, was unten eigentlich mehr oder weniger bodendick ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die kommt immer von allein? Die bleibt auch grün. Ach so? Die wirkt gar nicht. Aber was ich heuer so witzig finde, die geht dünn in den Tee und macht oben so Pfeilblatt. Hast du das vielleicht zufällig gesehen? Nein, habe ich noch. Vielleicht in der Regen wieder auf. Verstehe ich nicht, warum sie die da so verändert. Das schaut eigentlich mehr aus wie E-Mers fast dann. Ob mir das generell aufgefallen, im Teich suchen die Pflanzen mehr nur die Oberflächen als wie im Aquarium. Ja, aber also, es ist eigentlich. Es sind halt einfach andere Gegebenheiten mit dem Licht. Mhm. Okay. Jo. So viel zum Teich. Falls da noch Fragen gibt, lasst uns gerne wissen in den Kommentaren. Punkto Fischbesatz haben wir jetzt kurz angerissen. Sind Reisfische, also mit Akas drinnen. Mhm. Unterschiedliche Varianten hast du schon mal. Ja, die Osiris labiatus, die Silbern und die Orangen, muss ich ehrlich gestehen, weiß jetzt den Namen nicht. Das glaube ich schon. UK-Fi oder wie heißen die? Ach so. Okay, ich dachte, das sind einfach die Metaka Latipes einfach. Ja, aber ich denke, die haben noch nicht. Aber ist egal, lass uns so stehen. Ja. Weiß jetzt nicht so genau. Okay, okay. Na gut. Und weil wir jetzt schon vor dem Aquarium sitzen und ich noch ein paar Fragen vorbereitet habe, diesmal habe ich die auf meiner Notizen-App, gut, dass mein Handy eine Notizen-App hat, schon aufgeschrieben. Und wenn das für dich okay ist, würden wir jetzt auch so eine Art Interview machen. Ja, gern. Weil es, glaube ich, so ein paar Sachen gibt, die die Leute durchaus interessieren könnten. Und zwar das Erste, die Frage, die sich eigentlich alle stellen,
Wie oft fütterst du deine Fische? Ehrlicherweise wahrscheinlich zu selten. Also jeden Tag gibt es nichts. Wirklich? Ist so, nein, es ist so oft schon. Ja, dreimal in der Woche Frostfutter, da gibt es dann unterschiedliche Sachen wie rote Mückenlarven und Artemia. Gemischt einfach? Ja, einmal so, okay. Weiße Mückenlarven, dann habe ich noch, das ist ganz was Gutes, so Lobstereier, das taugt aber alle Fisch. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, ich das muss auch überlegen, ob ich die nicht im Laden auch mal probiere. Also ich muss sagen, ich habe mir dann schwer daran, dass ich die an Zyklops gewohnt, weil die haben es einfach nicht interessiert, weil die Lobstereier anscheinend noch so viel besser sind. Okay. Keine Ahnung, aber ja, mir macht das Spaß eben mit Frostfutter, weil da merkt man halt auch wirklich was, da tut sich was bei den Fischen. Voll. Also wir machen das im Laden ja auch und ich finde, man sieht das an der Farbe der Tiere sofort. Und auch vor allem, wenn es dann noch junge Fische hast, so wie jetzt bei deinen Brillantsalmlern, wenn man die dann halt regelmäßig mit Frostfutter füttert, dann sieht man auch, wie die einfach sich deutlich schneller und schöner entwickeln. Mir geht es ja auch hauptsächlich ums Skalar, muss ich ehrlich sagen. Stimmt natürlich, ja, die müssen auch noch einiges wachsen. Sollen sie noch gut entwickeln. Und aber wie gesagt, nicht so überladen futtern, also schon. Mit Frostfutter, da gibt es halt dann schon mal gescheite Portionen, aber mir ist dann so, dass es meistens nächsten Tag nichts gibt. Okay. Einfach beinhalten. Und dann fütter ich gerne das Futter von Acker, also die Vitaflex, das Vitagran, also das geht. Mhm. Und mir ist auch aufgefallen, ich weiß, ob du das auch schon mal gecheckt hast, dass die Fische alle wegen so Lieblingsfutter haben. Ja. Sagen wir die Kirschflex, einmal das Vitagran, das ist, da geht es richtig ab. Also können wir vielleicht nachher noch demonstrieren. Ja. Bei der Skalar war es anfangs echt eigentlich schwierig, weil der die nur mit weißen Mückenlarven und Frostfutter und Vollgas. Okay. Aber das kannst du so nicht bringen, weil da ist der Aquarium in einer Woche kaputt. Aber wie machst du das damit, dass der Saftigströmung in dem Aquarium drehst du die Filter ab zum Füttern? Ja, die Technik habe ich vorher übernommen. Also ich habe einen Hauptschalter unten im Kastel, zack, bumm, aus. Und die Fische checken das dann auch, ja, das sicher. Futter? Ja, das cool. Das einzige Gute ist, ich kann dann relativ schnell wieder die Haupt, also ich habe die Hauptfütter, so die Außenfütter und den Innenfütter auf an. Und dann habe ich nur das Kämmer und die Strömungspumpen extra. Das heißt, ich kann relativ schnell die Hauptfütter wieder auftragen, weil die machen nicht so Rambazamba. Ja, die Strömungspumpe macht das meiste, ne? Und der Filter halt. Der Innenfütter, was von da kommt, der schiebt schon halbwegs. Also den muss man echt loben. Sowas kenne ich von keiner Marke eigentlich. Ja, das ist eine fette Pumpe oben drauf auf diesen Powerheads. Okay. Gut, also eigentlich fütterst du dann nur 4-5 Mal die Woche? Ja, so ungefähr. Im Laden fütter ich sicher 2 oder 3 Mal am Tag. Ja, es ist ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich mache es trotzdem schon lang und denke mir, es funktioniert und mir schaut jetzt keiner an, wie wenn er einen Mangel hätte oder so. Nein, gar nicht. Also die sind ja gut genährt. Ich meine, die haben nicht das Kugelfisch-Syndrom. Mhm. Das ist ja auch gut, dass die nicht alle so überladen fett sind. Mhm. Aber schmal schauen sie auch wieder nicht aus. Also das ist, denke ich, genau die richtige Menge. Ja. Also mir kommt es so vor. Ja, ich glaube auch. Nicht, dass da irgendeine Kritik entsteht, dass das irgendwie nicht so funktioniert, aber ich glaube, das passt. Ja, also ich glaube, der Erfolg gibt einem recht. Und wenn das jetzt schon seit Jahren mit dem Futterregime gut läuft, dann würde ich nichts daran ändern. Ne? Nächste Frage wäre, wie bist du zur Aquaristik gekommen, beziehungsweise wie lange machst du das eigentlich schon? 20 Jahre. Oder länger, 23 Jahre circa. Mit 10 habe ich mein erstes Aquarium gehabt. Jetzt bin ich dann bald 33. Und ich muss echt sagen, also ich kann mich erinnern auf früher, also es war schon immer was Schönes. Mein Vater hat eigentlich mit dem Ganzen angefangen. Der hat sich damals irgendwie in seiner Lehrzeit schon ein Aquarium selber gepickt und so. Und das war dann immer da als Kind. Ich weiß nicht, oft glaubt man bei Kinderarbeit die eigenen, sie sehen es, sie finden es schön, aber mehr ist es nicht. Aber bei mir war da irgendwie schon Leidenschaft da, gell? Und cool. Das hat mir taugt und dann sind wir da oft am Samstag ins Aquariumgeschäft gefahren und das war eigentlich schon immer Highlight für mich dann. Das ist wie ein kleiner Zoo-Ausflug. Ja, aber nur Aquaristik, also alles andere hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich habe sonst keinen Fisch gebraucht. Okay. Ich weiß auch, als Kind war ich auch oft in Aquaristikläden, weil ich hatte auch schon ganz früh Aquarien und der hatte auch immer Vögel. Und das fand ich, weil früher war das irgendwie noch ein bisschen populärer, dass man so Wellensittiche und so. Ja, die haben das wir eigentlich auch gehabt. Fand ich als Kind eigentlich auch immer ziemlich cool, diese bunten Vogeln. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, bin ich kein großer Fan davon, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich so artgerecht und so ist. Aber als Kind habe ich es gefeiert, wie cool diese Vogeln ausschauen. Ja, artgerecht ist immer schwierig. Was ist artgerecht? Ja, das ist auch ganz schwer, das zu definieren. Für ein Viech ist artgerecht eigentlich wirklich nur Natur, oder? Das ist
schwierig. Das kann ich jetzt nicht bejahen, weil ich einen Zuladen habe. Ja, aber es ist halt schwierig. Ja, natürlich. Artgerecht. Ja. Klar. Aber ja, man kann es. Das ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Okay, also du bist eigentlich durch den Papa zu Aquaristik gekommen. Und das war halt einfach der Mega-Flash für mich. Cool. Der hat auch was mit Fischen am Hut. Das hat mich halt einfach überhaupt nicht interessiert. War mir viel dabei. Das war mir einfach über zu viel. Ich kann alles, ich habe den Schein und alles, aber mich interessiert das halt nicht so. Also Angeln? Ja, Angeln. Okay. Und das war halt ein Thema, ich weiß nicht, auch mit den Farben und alles und wie sich das halt so entwickelt und was man halt früher schon alles so gesehen hat. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, das ist halt auch mega dekorativ. Also gerade in der Dimension ist halt ein Wahnsinn im Wohnzimmer. Es war halt früher noch nicht so, wie es jetzt ist, muss ich auch sagen. Also jetzt hat sich schon einiges da in dem Sektor. Früher, ich meine, meins ist ziemlich oldschool, muss ich sagen. Okay. Sicher hast du heute schon gesagt, Putz Flanders und so sind drin. Aber eigentlich, wenn du schaust, das ist ein Pulpit, das ist ein Trident, das sind Fahne, Krypten, Anubia. Ich finde, das ist eh so 80er, 90er Jahre und plus ein paar E-Typen. Ja, ja, und auch so vom Layout, klassisches Naturaquarium, ist auch eher traditionell, wenn man das so nennen kann. Ja, voll, auf jeden Fall. Na gut, das ist eh gleich eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich wie bist du zum Aquascaping gekommen und was hat dich an Aquascaping interessiert? Also die Anfänge waren einmal da, es war aber schwierig. Also 2011, 2012, ich habe da so Bilder, weiß nicht, da mit der James Fenley von der Green Machine massiv auf YouTube pushed, oder? Ja, ja, grandiose Videos. Ich weiß nicht, das war so ein bisschen der Anfang. Wir haben da in die erste Wohnung gehabt. Dann habe ich mir so ein Eckaquarium besorgt, so ein Juwel Trigon, so 350er. Wo übrigens der Fahren her ist, der ist jetzt praktisch 11 Jahre alt, der Pulpitis. Der ist also schon Teil der Familie, ne? Ja, schon ziemlich. Über die Jahrzehnte. Ja, was wollte ich sagen? Und der hat da so ein langes, flaches Aquarium gehabt. Diese 120 Fs. Wo die Wurzel rausgekommen ist mit dem Moos. Ich weiß nicht, ich habe keine Masse gewusst und nichts. Ja, für diese ja bekannt geworden am Anfang, also für diese flachen Aquarien, die er immer designt hat. Ich habe mir dann eins gebaut, bauen lassen mit 80 mal 20 mal 20, glaube ich. Okay. Und da habe ich dann Eleocharis, Vivipara und Articularis, oder weiß ich, wie das damals noch geheißen hat. Und das hat funktioniert. Bis zu einem gewissen Teil, da habe ich 4 oder 5 so, sagen wir es, die Denerle-Lampen mit den. Diese Klemmleuchten mit den Kompaktleuchtstoffröhren? Ja, genau. Da habe ich 4 oder 5 drauf. Da. Ja, das hat bis zu einem gewissen Punkt funktioniert. Das war alles noch mit Kies und so, gell? Ja, da ist ja auch Bodengrund noch. Es ist halt nur irgendwann dann der Zeitpunkt gekommen, wo es einen Schnalzer gemacht hat und es war vorbei. Und da, das ist das, was mich so gewurmt hat, weil ich nicht gewusst habe, wie funktioniert das auf Dauer. Ich habe aber geglaubt, das kann nicht funktionieren. Ja gut, das war ja auch, für mich war das auch das größte Problem früher. Wo kriegt man jetzt eigentlich Infos her, wie man das nicht nur einrichtet und dekoriert, sondern wie man auch nachher diesen idealen Zustand behalten kann? Und da war halt dann eben die Überleitung zu dem. Ich habe da dann so dahinter, nachher habe ich irgendwann einmal auf Instagram gesehen, da macht er Geschäft auf in Wien. Also da war ich schon einmal geflasht. Weil zuerst habe ich eigentlich nur so YouTube ein bisschen, was hat man da gesehen, Sascha Heuer hat ein paar coole Sachen gemacht und so. Vom Juri habe ich ein paar Sachen gesehen, Easy, das Aquarium. Okay. Ja, das war jetzt, ja. Ja, das aber waren so dann die Dinge. Das war aber alles mit seinem XXL-Aquarium, war die genau die Zeit, wo ich da gestartet habe mit denen. Wirklich? Und da haben sie ja mir eigentlich, um ein Jahr war das auseinander, wo wir sie noch nicht kennengelernt haben. Und dann hat das eben auch so angefangen, dass sie mich kennengelernt haben. Okay. Und dann eben im Bache, dann in René. Also der Amano, ADA war gar nicht so. Doch, das habe ich vorher ein bisschen vergessen. Da hat mein Papa damals ein Buch gehabt. Ach so. Das, was jetzt irgendwo jeder um viel Geld kauft, das Silberne, glaube ich, und so. Ja, ja. Ach, das ist das Größte, die gesammelten Werke. Da haben wir überall. Wir haben sich gefragt, wie funktioniert das? Aber du kriegst halt keinen Input. Und ja. Internet war da auch noch nicht so stark und man hat sich auch noch nicht so erkundigt. Weil man hat sich halt gedacht, das sind halt die Japaner, die wissen halt das und wir wissen es halt nicht. Ja, die Mysterien der japanischen Hobbys. Okay. Und durch euch hat sich das halt dann schon gesteigert und die Community jetzt dazu, wo wir sie alle kennengelernt haben, von Anfang an, muss man schon sagen, da wächst man wo rein. Zuerst versteht man es nicht und dann ist es ganz normal. Also man macht es einfach. Dann geht dann auch der Knoten auf. Weil vorher fragt man sich immer, die sagen immer, ja, ich mache das nach Gefühl, ich mache das nach Gefühl. Denkt man sich, wie würde man das noch Gefühl machen? Ja. Und dann rechnet man, ich rechne aber heute auch noch, weil es mir taugt. Weiß nicht, da jetzt
ich will nicht vorgreifen, aber ich rechne mir immer zuerst alles aus. Dann weiß ich, wo habe ich meine Range und dann bewege ich mich da drin. Okay, ja, wenn es funktioniert, dann ja, ist es nicht so falsch. Ne? Mhm. Gut, dann haben wir die Frage eigentlich auch durch. Mhm. Wie du auf die Idee gekommen bist, so ein Riesenaquarium aufzubauen, haben wir dann eigentlich auch, wenn das, also hat dich das Riesenprojekt vom Easy? Nein, das also, nicht. Okay, nein, ja, dann erzähl. Wie das habe ich vorher dazu schon geplant gehabt. Ja, das war eigentlich so. In der Hausplanung schon? In der Hausplanung, ja, muss ich sagen. Weil war gleich fix, dass das Aquarium. Sicher. Also, cool. Es war jetzt nie so. Weißt du, es war einfach die magische Zahl 1000 Liter und die magische Zahl 3 Meter. Das war einfach so in meinem Kopf. Okay. Das Restliche hat sich dann irgendwie ergeben. Aber du hast nicht in deinem Raum extra so geplant, dass. Nein, okay. Das Haus ist ja mehr oder weniger Standardhaus. Das ist ja ein Fertigteilhaus, wo man schon was ändern kann. Mhm. Aber es hat halt dann so passt, sag ich mal. Ja, da geht es sich wirklich ideal. Weil sonst hätte ich auch gesagt, wenn ich mir es nur wegen aussuchen hätte können, hätte ich schon noch einen Meter so genommen, dass ich einfach nur ein bisschen mehr Spaß habe. So ist es halt so ziemlich zusammen komprimiert. Jetzt alles. Ja, aber ich finde es super. Es passt eh. Ja. Sag ich mal. Okay. Und da war halt auch viel zum Berücksichtigen, weil da musst du dann, das habe ich ja vorher auch nicht gewusst, weil da geht dann kein E-Strich und so, weil das drückt es nieder. Vom Gewicht? Ja. Jetzt haben wir da einfach am Betonfundament nur ein Betonfundament. Also das extra Estrich ausklassen? Da hört die Bodenheizung auf vor dem Aquarium. Achso, das Bodenheizung? Okay, ja, nice. Ja, und dann haben wir angeschaltet, betoniert und dann gleich Kanalanschluss, Frischwasseranschluss. Ja gut, das ist in der Aquariengröße fast schon Pflicht. Ne? Ja, ist aber wirklich, ja, ist angenehm. Ja. Man muss eh trotzdem hier und da wegen Mulmop sagen. Ja, aber ganz kommt man nicht drum herum. Dann nimmt man den großen Kübel einmal und dann aufgemacht. Ist schon gut so, dass man sich das ein bisschen überlegt. Auf jeden Fall. Ja, spontan, also falls ihr jetzt auch vorhabt, ein 3-Meter-Aquarium aufzustellen, so ganz spontan würde ich so ein Projekt nicht starten. Wie der Mario schon richtig sagt, muss man sich auf jeden Fall ein bisschen Gedanken machen. Einerseits um die Statik. Das wird das Hauptproblem sein für alle Leute eigentlich, die statischen Probleme, oder? Außer man hat einen Keller. Ich glaube, da kannst du Glück haben, wenn du in einem Neubau wohnst, dass da statisch, dass das an einer tragenden Wand durchaus noch geht. Aber halt auch sowas wie, wenn du eine Bodenheizung hast, na, dann geht es gar nicht. Mhm. Und auch mit Wasser zu und Ablauf, das kann man halt auch nicht einfach so überall hinziehen. Außer man hat davor wirklich gleich einen größeren Umbau durchzuführen. Mhm. Ne? Okay, da hätte ich noch eine Frage. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber hast du einen Lieblingsfisch? Es ist eigentlich schwierig. Obwohl ein Platz anzuschaut, der Altumskalar. Hätte ich mir schon gedacht. In meinem Regal. Aber ich weiß nicht, so durch euch habe ich schon ein paar Sachen kennengelernt, die eigentlich oldschool waren. Wie gesagt, der Kaisersalmer, haben wir heute schon diskutiert. Der war eigentlich so und ist dann eigentlich lange Zeit weg gewesen vom Fenster und das, also ich verbinde euch halt mit dem Fisch, also cool. Die irgendwie. Lustig. Das ist so, genauso wie die Bitterlingsbarben, das war auch so Fisch, der war da, der war weg und jetzt ist er halt wieder, also es macht es da schon viel in der Szene, finde ich, wo sich dann was rührt, sage ich mal, dass der Fisch wieder da ist oder. Ja, ich finde oft ist das so, wenn Fische populär im Hobby sind, ist dann auch gleichzeitig irgendwie für die Leute im Hinterkopf so, dass sie deswegen langweilig sind. So wie ein Neonsalmler. Mhm. Ich finde, also jeder hat schon mal einen Neonsalmler gehalten. Mhm. Niemand sagt jetzt, boah, so einen Fisch habe ich noch nie gesehen. Mhm. Aber ich finde halt trotzdem, dass das einer der genialsten Fische ist fürs Aquarium. Mhm. Genauso wie ein Zebrabärbling oder halt ein Kaisersalmler oder Bitterlingsbarbe. Dass diese Fische halt, nur weil die jetzt seit Jahrzehnten populär im Hobby sind, die verlieren deswegen nicht irgendwie an Attraktivität. Nein, aber sie war nicht an Attraktivität, aber. Das ist wie in den Medien, der wird halt einfach ein bisschen vergessen. Und voll, finde ich aber schade, muss ich sagen. Wenn nicht drüber geredet wird. Ich rede eh gern. Ja, drum. Haben sie zwei gefunden. Das Video dauert wahrscheinlich eine Stunde. Ja, also nehmt euch ruhig Popcorn, wir quatschen noch ein bisschen. Oder einen Kaffee. Voll. Siehst, apropos Kaffee, Flüssigkeiten, wie düngst du eigentlich deine Aquarien? Ja, gestartet haben wir das ganze Projekt mit Aquarebel. Okay. Da war es ja auch noch voll live mit dem Dünger. Sag ich mal, wie wir haben die immer noch. Nein, aber es war ja am Anfang überall auch mit dem Aquarebel. Ja, ja. Na, ich glaube ja, dass das für alle in der Aquascaping-Szene, so also im deutschsprachigen Raum, bis vor wenigen Jahren eigentlich der einzige Dünger war, der das bieten kann, was man halt braucht. Weil da gab es dieses Flowgrow, oder gibt es weiterhin das Flowgrow-Forum, wo viel über Dünger diskutiert wird.
Und da ist Aqua Rebell, weil halt die Aquasabi Hausmarke ist und das Forum ist ja auch das Aquasabi Hausforum, natürlich in aller Munde. Und es gibt halt für jede Gelegenheit den passenden Dünger bei der Marke. Ne? Ja, und das war, glaube ich, der einzige und erste, der dann Einzelkomponenten gehabt hat. Vor allem übersichtlich beschriftet. Und? Was passiert, wenn ich einen Milliliter reinleere und so. Ein Dosierrechner. Der ist ja bis heute praktisch, diese Dosierberechnungen. Ja, und jetzt läuft es seit heuer mit Masterline, wo ich mega überrascht bin. Also ich habe echt ein bisschen Schiss gehabt, dass irgendwas passiert, weil meistens, wenn man irgendwas ändert am System, normal sagt man, never change a running system, aber es ist eigentlich so weitergefahren wie bisher. Und es funktioniert, ich will es nicht so jetzt nur fürs Video sagen, ich finde da, dass es wirklich so ist, es läuft besser, finde ich. Cool. Obwohl es jetzt keine Einzelkomponenten mehr benutzt. Ich nehme extra noch, was ich es nicht mache, das Nitrat dazu. Also machst du dann zwei und das Nitrat? Ja. Okay. Weil mir, wie da habe ich erst schon geredet drüber, also ich halt alles ausreichend, da bin ich eigentlich auf relativ viel Phosphat gekommen zu Nitrat und ich war aber vorher sehr nitratlastig, so mit 30 Milligramm pro Liter. Okay, also wirklich Rebell satt, ja. Zu eins, ja, Phosphat. Ja. Und das waren eigentlich, wie war der Aufteil? 6 Phosphat und ein Teil Nitrat, das glaube ich Masterline. Umgekehrt, 6 Nitrat, 1 ja, Phosphat. Genau. Ja, genau. Normal sagt man 10 zu 1 und das ist 6 zu 1. Ja. Das war mir ein wenig zu heftig, weil man nicht kann ich gleich so wieder umsteigen, nachdem ich auch viel Fisch habe und vielleicht. Du hast auch sicher auch mit dem Frostfutter einen Phosphateintrag. Ja, das ist ja das. Und das Aquarium ist öder, da hast du auch nochmal mehr Phosphat und. Darum bin ich bin generell mehr der Freund, ein wenig nitratlastiger. Okay. Ich merke halt schon, wenn man dieses Jahr, muss man auch sagen, das Emerse, das entschuldigt dann viel, gell? Ja, da, das saugt das Wasser leer. Das da kann Wahnsinn. Man schon, das ist ja dann wieder schwierig, wenn ich was rechnet, wenn ich da oben so viele Pflanzen habe, weil das ist ja wieder für die Wurst. Weil das saugt ja zweimal so viel wie das. Das stimmt. Also ich habe ja auch in der Firma das 60er Becken mit der Mitsukuso Mistwohl. Und da kann ich in das kleine Aquarium mehr Dünger reinleeren als in das 120p. Einfach nur, weil diese Pflanzen, die rauswachsen, extrem hungrig sind. Also mit den Wurzeln, die da reinwachsen, saugen die Wassersäule einfach leer. Das stimmt. Gefühlt kann ich die ganze Flasche reinkippen und am nächsten Tag ist das Nitrat trotzdem wieder aufgebraucht. Das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Das ist vielleicht auch das, was es dann ausmacht, weil das ist ja eigentlich erst seit heuer da mit dem offenen und Lampen. Ja, seit die Lampen höher hängen. Ne? Darum kann es auch sein, dass das so ein bisschen füreinander geht. Und das aber jetzt halt dürft ihr wirklich den idealen Weg gefunden haben, weil. Ja. Also, wenn du nicht gestern den ganzen Tag das Aquarium geputzt hast, dann hast du ja wirklich so gut wie ich keine leicht Algen. Ich habe schon was so weg so gemacht. Aber. Damit heute alles fesch ist. Ja. Ja, man weiß ja nicht, oder? Ja, nein, so sicher. Es waren ein paar Schwebstoffe, aber. Und das kein ist Aquarium beschwert sich über Wasser. Aber ich habe wirklich nicht viel da. Es war eine halbe Stunde Arbeit gestern. Okay. Das letzte Mal habe ich Rückschnitt gemacht, da bin ich 8 Stunden dabei gestanden. Okay, das bringt mich eh schon zur nächsten Frage. Und zwar, ich denke, das interessiert auch den einen oder anderen. Wie viel Zeit, glaubst du, oder weißt du vielleicht, brauchst du in der Woche für die zwei Aquarien und die anderen Projekte, die so mehr oder weniger aquaristisch sind? Eigentlich hauptsächlich Zeit brauche ich nur für die zwei Aquarien, sage ich mal. Okay. Weil der Teich, der rein versäumt, den muss man hier und da ein bisschen nachfüllen. Okay. Hin und wieder mal ein bisschen was wegschneiden, das ist viele Fans. Das sind 2 Stunden im Monat, blöd gesagt. Okay. Das sind eigentlich generell nur 2 Tage Arbeit im Jahr. Wenn er ausgewendet ist, natürlich muss das Braune wegschneiden und so. Und dann, ich habe da so eine Wasserwechselautomatik, wo ich da vielleicht sage, da ist so ein Schlauch von hinten 4 oder 3 einfach auf, dann geht der einfach die ganze Zeit über. Oben kommt das Frischwasser und im letzten Kübel rennt es drüber. Und so lasse ich es einfach eine halbe Stunde rein und die Sache ist erledigt. Okay, das machst du einmal im Jahr? Nein, das mache ich öfter mal. Okay. Aber da kann ich ja nebenbei irgendwas tun. Da bin ich ja nicht einmal anwesend. Ja, musst du nicht aufpassen wegen Temperatur oder ist egal? Wegen die Fische? Nein. Okay. Das geht. Was könnte es im Sommer? Kommt das mit 18 Grad? Ach so, ja, na gut. Das ist egal. Muss man sich keine Sorgen machen. Ja, und das ist, da muss man Schnitt ausziehen. Also ich habe mir da so eine Routine entwickelt selber. Du kannst nie alles machen. Entweder du machst dann Wasserwechsel mit Mulm und, also ich mache meistens beim Wasserwechsel dann einen Fütter mit, weil das ist, sage ich immer, so wie beim Biomaster, der Vorfütter. Ja. Und dann nehme ich dann einfach aus, tue den Kübel auswaschen, eine.
Einmal im Monat mache ich meistens die zwei Fütter. Da tue ich aber dann auch nicht viel außer Scheiben putzen, da greife ich dann nichts an, außer es liegt irgendwo blau umeinander. Und die zwei Außenfütter. Mhm. Und einmal ist halt dann alle drei Monate so ein Rückschnitt mit 8 Stunden. Fällig. Vielleicht brauche ich alle drei Monate, aber alle drei Monate ist gar nicht so wild eigentlich. Ja, eh nicht. Aber das ist halt auch dank meines Layouts. Ja klar, halt also du hast das ja mit zwei, Bedacht drei. So bepflanzt. Ja, wenn du jetzt alles voll hättest mit Stängelpflanzen, könntest du gratulieren. Ich bin kein Stängelpflanzen-Fan. Ich habe auch noch nie Stängelpflanzen-Aquarium gehabt. Also das Eck-Aquarium mit den paar Stängelpflanzen ist mein erstes Stängelpflanzen-Ding. Und viele sind es nicht geworden. Nein, es waren einmal mehr drin, aber die haben gar nicht so wollen, wie ich wollte. Dann habe ich es gleich. Ich habe gesagt, das lassen wir mal schauen, was kommt, was nicht kommt, das lassen wir gleich wieder. Okay. Und nur Wasserwechsel, wie lange braucht das da, bis das abgelaufen ist und wieder neu eingefüllt? Stunde. Hm. Aber es ist schwierig, einen Schnitt auszuziehen aus dem Ganzen. Aber so 2 Stunden in der Woche kann man schon rechnen, oder? Würde ich schon sagen, ja. Okay. Das Coole ist halt das. Man muss halt aber ein bisschen ein Auge haben. Man kann da ein technisches Dings haben, was piepst, wenn es voll wird oder so. Weil in der Zeit, wo das voll rennt, kann ich den Wasserwechsel in dem Eck-Aquarium machen. Also das ist mir ungefähr. Ich mache das in der Firma auch manchmal. Ja, aber das ist halt. Und immer geht irgendwas über. Das ist mir bis jetzt zweimal übergegangen. Und das ist das aber ist nicht halt immer bitter, wenn. Dann hast du vielleicht 5 Minuten Zeit gespart, ja, weil du währenddessen was anderes gemacht hast. Nein, und danach eine Stunde wieder alles trockenlegen, Katastrophe. Nein, ich kenne das zu gut. Ich mache das im Laden da mittlerweile ich auch. Ich habe Glück gehabt, weil wie es einmal übergegangen ist, ist hinten runtergerunnen, da waren die Netzteile für die Lampen. Und ich bin aber schon draußen gewesen, weil ich komplett vergessen habe, einfach das Jahr dran. Und wollte mein Auto wegfahren, ist die Garagentür nicht aufgegangen, weil genau in dem Moment ist der Strom gefallen. Ja, das wäre ja richtig. Weil wenn ich dann nicht mehr da bin, dann. Dann kommst du nach Hause und unter der Eingangstür rinnt schon das Wasser raus. Balkon die aufmachen. Na, Katastrophe. Ja, aber das ist mir dann nicht mehr passiert. Weil ja, das ist dann schon dann eine Lehre, ne? Mhm. Ja, ja. Aber prinzipiell mache ich meistens. Das Übergehen des Aquariums. Beide gleich, dass es erledigt ist. An einem Tag. Mhm. Oder hast du einen fixen Tag? Nein. Ich mache das, wenn irgendwie Zeit ist. Okay. Weil mit Kindern und Arbeiten, das ist nicht so, dass man sagen kann. Ja, das Problem kenne ich. Nein, ich habe früher immer einen Sonntag genommen, aber das ist mir schon so am Nerv gegangen, weil jeder will dann was fahren und dann kann man sich nicht auf das konzentrieren. Aber es ist auch lustig, immer wenn ich mit Kunden rede, der Sonntag ist irgendwie so der klassische Aquarientag. Nein, anscheinend. Für mich nicht mehr. Aber arbeitest du auch manchmal am Sonntag? Nein. Okay. Ich arbeite dann meistens eh nur bis Donnerstag. Und dann mache ich es oft so, dass ich am Donnerstag auf die Nacht gleich was tue. Nach der Arbeit, wenn ich um 9, 10 auf die Nacht heimkomme. Wirklich, verpacke ich noch die Motivation. Dann gehen die ins Bett und ich habe meine Ruhe, dann drehe ich meine Musik auf. Und dann sehr fleißig. Ist das schön und angenehm. Ja. Nein, wirklich, das mit Kind und Kegel nebenbei, das ist nichts. Da bist du auch nicht fertig. Ja, dann dauert es dann 4 Stunden. Ja. Okay, das heißt, wie viel Zeit haben wir auch? Dann haben wir jetzt noch die letzte Frage und die ist, glaube ich, dann auch ein bisschen philosophisch. Wo inspirierst du dich für deine Projekte? Oder hast du, oder weiß ich nicht, gehst du in die Natur und siehst da was? Oder sind es eher andere Leute und deren Projekte, die dich dahin reißen? Nein, Natur eigentlich gar nicht so. Aber ja, ich will eigentlich eh sagen, die Community. Eicherladen ist ja auch Wahnsinn, sowas ist ja auch unerreichbar. Also ich bin echt froh, dass Liquid Nature bei uns so in der Nähe ist, weil... Nein, in der Nähe ist ja relativ, ja, also der Mario fährt 2 Stunden zu uns. Ja, aber wir haben jedes Monat einmal da, so circa. Ja, das ist schon. Im Sommer vielleicht einmal 2 Monate, aber es ist schon mega Inspirationsquelle. Ich muss ja sagen, für mich selber ist es mega inspirierend, man sitzt da in dem Raum und alle mehr oder weniger, alle Einrichtungsstile stehen auf einmal nebeneinander und das ist halt schon cool. Ich merke es ja selber dadurch, dass ich nicht alle Aquarien selber baue, sondern auch ein Teil von Philipp und von Christoph. Ist ja auch für mich viel Inspiration dabei, weil jeder hat so seine eigenen Kniffe, wie man Wurzeln oder Steine stapeln oder arrangieren kann. Und es ist immer schön, wenn man da mal sieht, nicht nur auf einem Foto, sondern auch in echt, wie die Werke von anderen Leuten eigentlich ausschauen. Dann. Ja, und da hat sich das eben so ergeben. Also ich finde das immer noch, ich muss mir da immer so zusammenreißen. Am liebsten kann man nicht kaufen, das ist ein 120p, steht jetzt irgendwo hin mit. Aber es ist halt leider auch. Ne, wir haben ja schon gesagt, die Bank dort vorne. Ja, das geht, ja. Die. Aber das Geldtaschel ist halt auch so Sache, muss ich wieder sparen.
Nein, ich muss eh zufrieden sein, aber ich finde halt den Stil auch cool, den ich vorher nicht gekannt habe. Mhm. Weil ich habe ja das gemacht, so ehrlich muss ich sein, habe ich noch nicht viel gewusst, was ADA heißt. Obwohl ich jetzt eigentlich schon so lange dabei bin, weißt du? Ich habe ihn auch noch gekannt, seit Kind. Ja. Aber das ADA und was auch immer, keine Ahnung. Ja, es gibt ja auch wenig, also wenn man nicht wirklich danach sucht im Internet, einfach so beim irgendwo shoppen, findet man jetzt keine Schaustücke, die wirklich so rausstechen, wo dann dick ADA draufsteht. Ne? Und da, das war uns ja auch wichtig, wie wir den Laden geplant haben, dass wir diese Idee von Akku Designer Mano im Laden präsentieren können, weil ich finde, das hat sich die Marke irgendwo verdient, weil die das Hobby im Endeffekt entwickelt haben. Ja, eigentlich. Ich auch so, ja. Cool. Ich würde auch gerne mal umdreht wissen, wie das jetzt für dich ist, Plexock, wenn du das eigentlich immer so siehst mit den Weißglas-Aquarien, wie das ist, wenn du das siehst, weil das ist ja eigentlich wieder trotzdem weniger. Es ist das ist ein normales Buntglas, ne? Ja, ja. Aber ich meine jetzt nicht nur wegen dem Glas, weil es immer alles so hell und man sieht die Glaskanten, da ist alles schwarz und finster. Und nein, das gefällt mir auch mega gut. Also es ist natürlich anders, wie du sagst. Ich habe mir schon vorher kurz darüber geredet, dass das, was mich stören kann man gar nicht sagen. Das, was mir am meisten fehlt, sind die poppigen Farben an den Fischen, weil ich dieses RGB-Licht einfach schon ganz gewohnt bin aus dem Laden. Mhm. Und da merkt man schon bei den weißen LEDs, dass die Fische ein bisschen blaustichiger alles sind. Ja. Das Rot und auch dieses Irisieren in den Schuppen, was manche Tiere haben, das fehlt halt so ein bisschen. Das ist ja das, was die RGB-Beleuchtung so auszeichnet. Aber insgesamt muss ich trotzdem sagen, das ist meckern auf ganz hohem Niveau. Das ist einfach mega schön, das Aquarium. Egal, ob die Kanten jetzt leuchten oder nicht, egal, ob der Rückwand jetzt beleuchtet ist. Bei dir ist es halt bemoost, ne? Das ist halt auch mega cool. Und wenn ich eine bemooste Rückwand habe, dann wäre es natürlich ein Blödsinn, eine beleuchtete dahinter zu hängen. Ja, weil das ist halt, kann man nicht kaufen. Gell. Das ist eigentlich von selben entstanden. Ja, das ist mega cool. Ja. Ich habe da nichts anpflanzt oder so, das ist von selben gewachsen. Hm. Ich wollte dann immer das Helle, und weil ich es jetzt so gesehen habe. Andererseits denke ich mir bei dem 3-Meter-Ding, ich habe keine Glas-Ein- und Ausläufe und nichts, und ich brauche das dann auch im Endeffekt alles nicht putzen. Ja, genau, und du musst auch die Rückwand nicht putzen. Nein, ich brauche nur die Scheiben putzen. Das ist schon was wert. Und also gerade bei so viel Glas ist das was wert. Ne? Da muss man schon sagen, ist es eigentlich vielleicht so gar nicht so dumm, wenn man es so hat. Ja, also ich. Aber die Frage wollte ich halt nur so stellen, ob sie die dann das so auch inspiriert. Also inspirieren auf jeden Fall. Ich würde es mir so, glaube ich, selber nicht aufstellen. Auf der einen Seite, weil ich diese, ja, ich liebe das schon, diese beleuchteten, also diese gerade diese beleuchteten Rückwände, muss ich sagen, habe ich jetzt lieben gelernt die letzten Jahre. Das mit der leuchtenden Glaskante, darauf könnte ich auch verzichten. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das brauche ich unbedingt, sonst gefällt mein Aquarium nicht, weil zum Beispiel das neue Aquarium, das wir im Laden stehen haben, das Highline, das ist ja auch mit so einer Blende verklebt, im Endeffekt so ähnlich wie bei dir. Und das ist auch schwarz silikoniert und das gefällt mir genauso gut. Von dem her würde ich sagen, das glaube ich nicht, dass mir so wichtig ist. Also gefällt mir genauso gut. Ist halt einfach anders. Ne? Ja, es ist auch preisanders. Ja, das ist ja so in der Aquariengröße Katastrophe. Ist das nur erschwinglich und anders da halt viermal so teuer. Und ja, viermal so teuer vielleicht nicht, aber auf jeden Fall. Bei mir war es viermal so teuer. Wirklich? Hast du auch angefragt? Aber damals? Ich hätte dann auch eine Poolbauweise angefragt und das war dann natürlich das. Ja, gut. Weil dann waren wir auf 22. Weil jetzt hast du ja Stege und Brücken. Ja, genau. Ja. Und da haben wir, glaube ich, 15 mm Glas. Und das war eigentlich nur erschwinglich. Ich will keine Preise nennen, weil die jetzt sowieso nicht mehr stimmen nach dem ganzen Anstieg. Und jetzt halt in OptiWide mit 22 mm Glas. Da kann sich ein anderes Auto kaufen. Vor allem muss das dann da geklebt werden, gell? Das kannst du ja nicht mehr tragen. So 600, 700 Kilo. Ja, 22 mm ist auch wirklich dick. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, naja, vielleicht, obwohl ich weiß es nicht. Man weiß es nie, was lustig passiert. Aber gut, ich habe auch noch nie bei einem Glaser angefragt für 3 Meter Aquarium. Obwohl ich mir immer auch nicht sicher bin, ob man es besser macht. Das hast du heute schon gesagt, weil du hast dann viel mehr Arbeit zum Reinigen. Ja. Wenn alles dann und darfst du nicht vergessen, bling, bling. Du hast allein Front- und Rückscheibe 3 Meter auf 60, zusammen 3 Meter auf 1,20, sind 3,6 Quadratmeter Glas.
sauber halten Wenn's musst. Wenn du ehrlich bist, ist so ein Fenster dann weniger. Ja, ja. Na, also ich würde da wirklich sagen, never change a winning team. Das schaut super aus. Ja. Ich würde da gar nichts ändern. Okay, ich bin jetzt durch mit meinen Fragen. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Das war jetzt ja länger als gedacht, ehrlich gesagt. Ich sage danke auf jeden Fall, dass du da warst, dass wir sowas machen. So eine Vorstellung. Ja, wir müssen jetzt eh ein bisschen mehr rumfahren. Also ich finde gerade, also wir haben ja so eine Nerds-Community ein bisschen aufgebaut. Und bei all unseren Aquarien-Nerds stehen lauter krasse Projekte daheim. Und das ist viel zu schade, wenn man die nicht sieht oder zumindest nicht so sehr sieht. Du hast ja auch einen Insta-Kanal, also du teilst eh viel Inhalte. Aber ich finde, das muss man so weit, wie es nur geht, raustragen, dass jedem, den das interessiert, auch bewusst wird, dass das in Österreich auch in den Wohnzimmern rumsteht, nicht nur in Japan. In Wahrheit muss das ja auch so sehen, wie wenn es jetzt ein bisschen Extended Gallery war für euch, weil die Sachen laufen ja durch euch so. Ja, aber da will ich nicht, also das läuft so, weil du es machst, nicht weil uns zu laden. Ja, aber weil du mir das beibracht hast. Danke, das ist sehr nett, aber ich glaube, das ist zu kannst dich nicht mehr erinnern, wie ich da war am Anfang und keinen Plan von nichts gehabt habe. Ja, und wir 8 Stunden einfach geredet haben und ich bin dann heimgefahren mit so einem Kopf und habe mir gedacht, Alter, das wird nichts. Und am nächsten Tag kann man dann noch 2 Stunden telefonieren. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, nein, ich glaube, ich brauche da nie wieder hinfahren, der hasst mich jetzt. Aber es hat sich gut entwickelt. Ja. Und dann auch mit den anderen. Natürlich, das Gute für den Stefan dann, dass wir sie mir, der René, ihr, also der Bachi, dass wir sie da ein wenig austauscht haben, dass wir ihm nicht die ganze Zeit anrufen müssen. Ja, da bin ich schon mega happy. Das muss ich schon und jetzt wo die Covid-Situation auch nicht mehr so intensiv ist, will ich auch wieder schauen, dass wir im Laden wieder diesen Stammtisch hinkriegen, weil das haben wir ja zeitlang wirklich regelmäßig eigentlich geschafft. Ja. Und jetzt ist ja 2 Jahre eigentlich schon tot, ne? Ziemlich. Und ich muss sagen, mir selber fehlt das, weil das war immer super nett. Da haben wir Pizza bestellt und so, sind alle gekommen und dann haben wir dann stundenlang. Offen, wo wir gesagt haben, es können auch Leute kommen, die eigentlich nicht dabei sind. Ja, das haben wir ein einziges Mal nur hingekriegt. Achso, ich mir denke, das war 2-mal oder so. Was, 2-mal? 2-3-mal, aber okay, ja, das ist ja eigentlich dann nicht recht oft, wer kommen, oder? Aha. Ja, na, das müssen wir wieder hinkriegen. Mhm. Also auch ihr, wenn ihr da Interesse dran habt, wir werden das integrieren in unser Insta, aber auch in, ich glaube, in YouTube Community Tab können wir das vielleicht auch irgendwie reinkriegen. Vielleicht könnte man das sogar auf die Homepage implementieren. Müssen wir schauen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, und das ich würde sagen, mitunter der wichtigste Standpunkt in dem Hobby, finde ich. Die das Community. Austausch, ja. Mhm. Das drüber reden, das hilft schon sehr viel. Weil alles, was du im Internet suchst, das bringt sowieso nichts. Nein, wirklich, du findest keinen grünen Zweig. Bei einem funktioniert das, bei einem funktioniert das. Es gibt wirklich tausend Genau, Wege. Das ist immer das Verwirrende. Und 2 Sachen zusammen von 2 Leuten, die du dann einbindest, funktionieren auf einmal nicht. Das ist oft so, ja. Mhm. Also gerade diese Systeme, die sich manche Leute selber entwickeln, ist ja bei mir dann die funktionieren ja immer eigentlich am Schluss. Mhm. Nur oft lässt sich es halt nicht kombinieren mit dem System von dem anderen. Ja. Okay, aber jetzt würde ich sagen, genug. Wir müssen Sendezeit sparen, ja. Mhm. Danke für deine Zeit. Genau, da der Bache. Feiertag. Der Bache wird schon fad, ja. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch einen Kaffee, weil unsere sind schon leer. Wo ist unser Kaffeeminister? Bache, kannst du mal gehen? Aufstehen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für noch mehr Liquid Nature on Tour und Co. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und wir trinken jetzt noch einen Kaffee. Ja, hat mich gefreut. Tschüss. Tschüssi.